So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Bus-Simulator und ich habe es tatsächlich mehrmals in einer Facebook-Gruppe gesehen, dass es die Frage gibt mit diesem ganz unten mit dem Thema. Das kurz eingangs erklärt. Das habe ich in der letzten Folge erklärt, das erkläre ich gerne nochmal. Es reicht eine Gesamtzufriedenheit von 4,5 Sternen. Warum ich genau auf diesem Bildschirm bin, seht ihr. Ich habe gerade nicht allzu viele Routen. Ich habe auch nicht so viele Routen, die gerade Geld bringen. Ich habe zwar 600.000, ist aber auch weiter nicht tragisch. Es geht tatsächlich um die Gesamtzufriedenheit aller eurer erstellten Routen. Ihr geht auf die Routenübersicht. Geht auf den Reiter Zufriedenheit mit den Pfeiltasten auf der PlayStation rechts, links, bis auf Zufriedenheit gehen und nehmt einfach alles, was wirklich nur 2 Sterne hat, raus. Wenn ihr ganz, ganz viele Routen habt, wo nur 2 Sterne sind und ganz wenige, wo zum Beispiel 5 Sterne sind, dann schmeißt einfach alles, was keine Zufriedenheit generiert, raus. Und schon wird die Mission erledigt. Den Teil erledigt. Ja, was wir heute machen, ist dieses Thema hier. Den letzten Teil. Das hätte mir von der Zeit her nicht mehr gepasst. Wir sind ja schon bei über 40 Minuten fast. Bediene eine Route zwischen Altes Sägewerk etc. bei über 35 Minuten. Ich habe mir eine Route aufgebaut, die geht offiziell 37,51. Das heißt, wir brauchen nicht allzu viel Vorsprung. Ihr braucht das Ding innerhalb von 35 Minuten. Das heißt, wir werden die Route fahren und haben dann die Mission, das Nachtleben, erledigt. Weil wenn ich jetzt die Mission machen würde, ich spiele über die PlayStation 4, ich mache die Videoclips einfach über Videoclips speichern. Deswegen kann ich nicht über eine Stunde gehen. Okay, 40, 50 Minuten, ich habe da gesagt 57 Minuten, das ist schon enge. Aber gut, wir gehen mal rein in den Missionssaal. Wir hüpfen rüber zum... Lass mich jetzt verarschen. Warte mal. Ich habe jetzt hoffentlich die Haltestelle nicht rausgenommen. Nein, habe ich nicht. Gut, ich bleibe nämlich nur klein. Ich habe einen kleinen Fehler gebaut. Ich muss einen... So, ich will kurz... Kannst du mich ja bitte rauslassen hier? Ich springe auf der Fahrt raus. Dankeschön, mein Freund. Weiter geht's. Das ist die Route 11, die wir gerade gefahren sind. Wie sollte eine Route bei Nacht fahren? Machen wir jetzt. Wir hüpfen kurz im alten Sägewerk. Ich brauche eine Route. Ich muss das Ding hier fahren. So, ich gehe jetzt auf das Thema. Diese Route innerhalb von 35 Minuten abschließen. So. Warte mal. Das ist die falsche. Ich muss hier rüber. Warum darf ich nicht? Darf ich raten? Ich habe kein Buszugerät, ne? Ich habe auf dieser Route natürlich kein Vollzeitfahrzeug. Warum auch immer. Wir werden... ich habe doch keinen Lenkbus, ne? Soweit ich weiß. So, den nehmen wir natürlich rein. So, annehmen. So, ich habe jetzt natürlich ein Fahrzeug drauf. Das will ich jetzt innerhalb von 35 Minuten. Jetzt muss ich das schon mal darüber. Und auch ein Vollzeitfahrzeug. Ja. So, Bus ist da. Wir fahren heute diese Route. Nein, ich fahre selber. Ich fahre selber. So. Es geht nicht heute um die Zufriedenheit. Es geht heute nur, wir fahren. Fangen wir also an. Habe ich, dass ich das ohne Probleme jetzt hinbekomme? Ich guck mal. Ich brauche mal vor allen Dingen Licht. So. Hauptsache die hämmern da, während da Leute kommen, einfach drüber. Fahr. Mach dich weg. So, fang mal an. St. Paulus Inn, das Kino. Das ist heute unsere Aufgabe. Fahrplan innerhalb von 35 Minuten. Ich brauche mich jetzt nicht so abzusetzen, weil die Route auf allgemein nur 38 Minuten geht. Dementsprechend brauche ich 2-3 Minuten Vorsprung. Ist ja kein Problem. Ja, der Bus immer laut 21 boomt bei mir. Tatsächlich freue ich mich sehr, dass er das sehr gerne, dass er euch das abtut. Mein dummes Gequatsche hier abtut. Ich freue mich und happy. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch heute rangesetzt und habe gesagt, ich mache, obwohl ich eigentlich recht müde bin, diese Folge noch. Ja, diese Mission, wie auch immer.
damit war, damit ich ein bisschen habe, damit ich euch tatsächlich auf meinen Kanal leiten kann. Ich freue mich trotzdem, wie gesagt. Danke, danke, danke. Ich habe, und das ist genau das, was ich meine. Es macht wirklich dann auch Spaß zu sagen, ja, ich spiele diese mit euch dieses oder für euch diese Mission, weil ich merke, dass viele bei der einen oder anderen Mission auch durchaus ihre Schwierigkeiten haben, die dann abzuschließen. Diese Mission, wo ich selber gerade dran bin, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann euch da jetzt gerade ein bisschen was erklären. Ich kann euch helfen. Und ich kann euch zeigen, okay, so müsst ihr das machen. Und dass die Leute das dann angucken und sagen, okay, das ist das ist das Ding, da hast du was kann. Finde ich cool. Und so macht es halt auch extrem Spaß. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich helfe euch echt gerne und ich freue mich drauf, wenn ich meine Hilfe geben kann. So, die Raum ist raus, weil er ein Rutschefahrer ist. Warte, brauchen wir nicht. Da ist doch. Ja, ja, die Rampe habe ich schon gesehen, keine Sorge. Ich denke mal, wenn wir nachher ein bisschen auf der Straße sind, dann kann man so ein bisschen dran ziehen. So, ich habe Gott sei Dank keine Fahrgäste, die für Tickets haben wollen, sondern ich kann jetzt das Thema wieder durchgehen. Wie gesagt, natürlich, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Missionen habt, dann bin ich gerne, dann bin ich der Letzte, der euch sagt, nee, vergiss es, das verrate ich euch nicht. Wie ich das Thema hatte, zum Beispiel jetzt in der Folge, oder Anfang ist der Folge, mit der Gesamtzufriedenheit. Es geht tatsächlich, die Gesamtzufriedenheit ist immer das aller eurer Routen zusammen, die ihr so habt. Das ist nicht die Haltestelle jetzt noch nicht. Das Rathaus ist jetzt auf. Das ist die Haltestelle hier auf der 9. Na? Ich muss jetzt auch gerade einen kleinen Moment überlegen, und wie war das? Aber es ist dann nicht. Okay, Gesamtzufriedenheit. Ja, gehen wir, machen, probieren wir es einfach mal aus. Einfach die ganzen Routen, die unzufrieden sind, auch wenn sie Geld bringen, rauszuschmeißen. So die Mission zu haben. Ich habe natürlich jetzt vergessen, wie ich die Routen damals gebaut habe. Ist aber auch nicht schlimm, es wird wieder genug Geld reinkommen. Wir haben ja teilweise auf dem. Der Bus-Simulator war in. Ich muss mal ganz kurz Leute rausschmeißen. So, warte, wo sind wir? Machen wir nicht. Nichts aus. Ja, aber das finde ich halt immer noch schade, dass man nicht auf das Verhalten von Leuten reagieren kann. Dass man nicht sagen kann, ey, okay, du stehst jetzt schon zum gefühlt fünften Mal in dieser meiner Tür. Oder du fällst das schon ein bisschen wieder auf das Negativ auf. Ich das öfters habe bei den Leuten. Die haben dann laute Musik an und kurz danach haben sie ein gutes Ticket, dass man die dann nicht einfach sagen kann, ey, geh raus mit dir. Ja, das geht jetzt nicht mit Zufriedenheit. No? Ja, das ist die Mission Nachtleben hier auf jeden Fall. Ja. Gerne. Wir müssen ein bisschen dran ziehen gleich. Also wir können nicht eine Haltestelle aussetzen. Die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, warum guckst du nicht das ganze Ding über Netflix? Da hat er keine Werbepausen. Ich gucke zum Beispiel allgemein. Ich gucke zum Beispiel allgemein sehr wenig Fernsehen mittlerweile, muss ich sagen. Wenn ich, was ich momentan sehr viel gucke, sind Let's Plays. Sei es von aktuellen Spielen, sei es von älteren Spielen, wie ich gerade so ein bisschen drauf Bock drauf habe. Und wenn halt wirklich mal was kommt, gucke ich halt, ja, Netflix. Weil im Fernsehen läuft meiner Meinung nach sowieso nur noch Mist. Und, da brauche ich mir das nicht antun. So. So.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr noch Fernsehen guckt. Man kriegt so ein bisschen was mit, ja. Aber, wie gesagt. Ja, momentan nicht so. Ich habe schon lange nichts mehr wirklich geguckt. Die Serie, die ich sonst immer im Fernsehen geguckt habe, die habe ich auch sonst dann irgendwo online gefunden. Sonst gibt es immer noch Mediatheken. Also wie gesagt, ich habe tatsächlich hier an dem Fernseher, wo ich jetzt gerade zocke, nicht mal einen Fernsehanschluss, also kein Kabel drin. Und wenn ich halt Fernsehen gucke, dann habe ich ja meistens einen Streaming-Anbieter, wo halt auch viele Fernsehprogramme drin sind. Da läuft mal was. Wenn ich jetzt so wie Länderspiele gucke oder so, weil Fußball gucke über die Öffentlich-Rechtlichen, habe ich das hier drin. Und das war es auch. Wie gesagt, dafür kommt in meiner Meinung nach zu viel Schwachsinn im Fernsehen. Ja, und dafür zahlen wir natürlich. Ne? Das ist halt einfach. Also dafür zahle ich mein verdientes, hart verdientes Geld. So, gut. So, nächstes Mal schön ist der Flüsterweg. Wir sind wieder voll bis zum Zeichen. Wir müssen 3 Minuten irgendwie gut machen. Also 3 Minuten Vorsprung. Ein bisschen werde ich Vorsprung rausfahren, um halt die 35 Minuten zu machen. Die Route geht offiziell 37,51. Ich weiß nicht, ob es jetzt schnellere Möglichkeiten gibt, die hätte ich jetzt planen müssen. Dafür war die Reihenfolge in der Missionsbeschreibung schlecht gewählt. Also dann, ja. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um die Fallschirme zu finden, weil ich nicht alle auf alle Fälle. Ich weiß natürlich nicht, wo jeder einzelne Fallschirm ist. Die meisten, klar, die neuen geläufigen, ja, aber nicht jetzt die. Oh, du bist auch schnell. Ich bin fast im Zahltag. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Ja. Könnte jetzt langsam vor allem mal trocken werden. Also hell wird sich werden. Wir haben gerade mal kurz vor 5 laut Ingame-Uhr. Achso, scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass. Ich habe tatsächlich jetzt nicht gesehen, dass die Haltestelle zweispurig ist. Dass das anspricht ist. Ich bin ein bisschen früh weg, ist aber nicht schlimm. Sollte man zu früh an der Haltestelle sein, werde ich dann in der alten Brauerei mal die Ticketkontrolle machen. Nicht, dass da wieder einige, in Anführungszeichen, schwarze Schafe dabei sind. Also schwarze Fahrer, Schafe jetzt im Sinne von Leute holen jetzt königliches Ticket. Das geht jetzt nicht um die Hautfarbe. Also Schwarzfahrer, nur gemerkt. Ich will jetzt auch gar nicht auf das Thema weiter rumreiten. Sowas hatte meine Let's Plays keinen Platz. So. Ja, vielleicht mache ich dann auch noch ein bisschen. So, kurz mal die Ampel mit anhalten. Das will nicht, dass wir wieder Strafe bekommen. Ich habe ja. In der letzten oder vorletzten Folge schon wieder so viel Strafen gesammelt. Das reicht jetzt irgendwann mal wieder. Jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen normal. Und groß abhetzen braucht man sich, weil Zeit genug ist eigentlich auf diesen Strecken. Ja, ich sehe, dass die Ampel rot ist. Jetzt nicht mehr. Das Wetter miserabel. Es regnet und regnet. Nächste Stelle ist die alte Brauerei. Die jetzt auf der 7 ist. Ich weiß gar nicht, wie viel halt schon die Route hat. 12, 13 und so was. Kurz, ich guck mal. Nicht, dass ich das Auto dahinter wische. Das wurde auf einmal verdammt eng.
Wie gesagt, das Wetter macht es. Es wird jetzt langsam, glaube ich, so hell. So, dann ist hier die alte Brauerei. So. Das weitere Zahltag. Ihr dürft auch reinkommen. Ja, das ist wieder der Türblockierer, wo wir gerade schon davon gesprochen haben. So, gucken. Machen wir mal. Und dann machen wir mal eine kleine Ticketkontrolle hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Klasse. Fahren wir erstmal die ganze linke Seite hier ab. Bis vorher dann. Okay, kontrolliert. Dann habe ich den einen davor daneben nicht kontrolliert. Wenn ich ihn zweimal kontrolliert habe, habe ich ihn nicht kontrolliert. Und der ist ein Schwarzfahrer. Und noch einer direkt dahinter. Ja. Und direkt noch einer. Wie viel haben wir jetzt? Noch vier? So in der kürzesten Zeit? So. Wir haben alleine vier Leute ohne gültigen Fahrschein im Bus. Das heißt, wir haben jetzt mal wieder fast 500 Dollar eben eingenommen. So, die Seilerstraße. Die ist, könnte schon wieder da vorne sein. So, nehmen wir. Dauert jetzt einen kleinen Moment, ich muss was trinken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Geht gerade irgendwie nicht weiter. Das komische Taxi da vorne. Ich werde jetzt. Nein, gut, das ist alles Vorfahrt beachten, ne? Jetzt geht's weiter. Jetzt 3 Minuten oder so. Nee, das ist nicht die Haltestelle. Die war schon, glaube ich. Nee, war nicht. Die ist gar nicht geblieben. Kommt gar nicht rum. So, Chef, du kannst jetzt mal weiterfahren. Das ist der komische Blaue, der da vorne so ein bisschen den Verkehr aufhält. Das ist jetzt super. Jetzt haben wir es. Upsa, das war die. Das war der Dingsmast, der Laternenmast dort. Ach, ist das eng hier, ey, mit den geparkten Autos. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Und das ist die erste oder die zweite? Hier ist das, ne? Ja, genau.
Ja, das hat mir natürlich jetzt extrem den Vorsprung gekostet, so ein bisschen. Jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen Zeit raus, weil ich mal 3 Minuten, wie gesagt. Ich fahre mal. Ja, das ist es halt. Ich weiß, dass es jetzt rot wird, aber ich fahre noch drüber. Weil ich jetzt gerade keine Lust habe, länger zu warten. Wo bin ich runter? Rote Ampel? Die war gelb? Egal. Komm, ich weiß so. So, rein theoretisch ist das so eine Mission zum Beispiel, was auch ein paar Leute in der Gruppe geschrieben haben. Im Zweifel haben wir kurz an die Haltestelle ranfahren, die Tür zulassen, wieder rausfahren, um die Haltestelle zu zählen. Ich habe das, glaube ich, einmal jetzt gehabt, wo wir die Zeit auch auf Zeit mussten, wo ich einfach vollgas vorbeigeflogen bin. Eine Fahrkarte bitte. Die, der nicht gezählt wurde, weil ich offiziell nicht an die Haltestelle ran bin. Das Wetter macht es gerade nicht so einfach zu fahren. Ja. Verstehe nicht, wo man da stehen bleibt. Ich muss hier links abbiegen, bleib mitten auf der Kreuzung stehen. So, die Pferdemühlengasse. Genau. Das sind noch 3 Haltestellen. Also Pferdemühlengasse, Kreuzgasse und die Grammar School. Und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir die Mission Nachtleben abgeschlossen. Ich kann jetzt hier Gott sei Dank ein wenig auf Zeit spielen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt die geeigneteste Straße ist, weil die halt extrem eng ist. Ja, das Spiel hat sowieso nicht mit Vorfahrt. Beachten Sie Ihre Kreisverkehre. So. Ich muss natürlich jetzt nicht alle Haltestellen ans. Ja, ihr müsst immer wieder an die Haltestelle ranfahren. Wie ich das einmal der Einmission gemacht habe, weil die auf 5 aufwerten. Ihr springt einfach zur ersten Haltestelle und macht die dann immer wieder und springt hin und her. Also so geht es heute am schnellsten, anstatt jetzt immer wieder zu fahren, die Route. So, wo ist ja dann nur einer? So. Die Kreuzgasse. Ach komm, scheiß drauf. Eigentlich hatte ich jetzt Pech gehabt. Und da stehen wir gerade. Ne, stehen eigentlich. Stehen, glaube ich, nicht in der Einbahnstraße. Das sah jetzt, sieht jetzt ein bisschen so aus, als würden bei der Einbahnstraße stehen. Wäre rechts und links, beide Seiten die Autos entgegen der Fahrtrichtung stehen. Ich selber habe schon privaten Knöllchen bekommen tatsächlich, weil ich meine damaligen Freundin tatsächlich entgegen der Fahrtrichtung geparkt hat. Das ist keine Einbahnstraße jetzt. Da ist Parken auf der linken Seite. Ich müsste, hätte also drehen müssen. Und das war irgendwann, war ich aber zu faul manchmal für. Das war schön, der Scheiß, dass der anders. Ich sammle jetzt aber gerade so ein bisschen wieder die Strafen. Also zu viel war es gar nicht. So, jetzt müssen wir hier an die Haltestelle ran. Das ist die Kreuzgasse. Und dann fahren wir runter nach zur Grammar School und dann haben wir die Mission abgeschlossen. Und dann weiß ich noch, schauen wir mal, ob wir die eine noch den Krieg. Muss gucken, was danach kommt.
Moinsen! Gut, geht doch. Egal. So, wenn wir die jetzt relativ kurze Zeit schaffen, die Mission, die Haltestelle. Ich weiß nicht, ich muss ja 3 Minuten mehr werden. Aber eigentlich müsste es hinkriegen, müssen wir schaffen. Das ist kein Problem eigentlich. Wir haben jetzt 7 Minuten, um zu dieser Haltestelle rüberzukommen. Die werde ich jetzt auch tun. Und ja, die Ampel war tatsächlich noch gelb. Okay. Wo kam der jetzt her? So, jetzt kann ich ein bisschen den Dings mal rausnehmen. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen auf Zeit machen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt noch haben zur Schule. Ja, schon wieder 50, ne? Ja, hör Mucke! Ernsthaft. Gut, dass hier vorne sitzt. Wenn ich jetzt hinten in der letzten Reihe gesessen hätte, hätte ich jetzt lange, etwas länger gebraucht. So, große Frage, große Preisfrage. Schaffen wir diese Mission beim ersten Mal? Oder sagt uns das Spiel? Nö. Offiziell habt ihr noch einen Bildung. Aber die Haltestelle ist da vorne. Ja? Ist das richtig? Die müsste da links sein. Das heißt, wir müssen es hinkriegen. Genau, Westfield ist auch die Haltestelle. Oh, die gar nicht gesehen, die alte. Was macht hier mein Kollege? Ah, das war mir fast klar. Warum steht man mit auf der Straße? Gut, warum überholt man auch einfach mitten auf der Kreuzung? Ja, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir müssten eigentlich von der Zeit hier drunter sein. Die Route geht 38 Minuten. Wir sind jetzt minus 4,410. Also wir müssen mal 4 Minuten. Also wenn jetzt nichts dramatisch Schlechtes passiert, sollte das kein Problem sein. Das ist die Girls von Gamma School und dann haben wir es geschafft. Eigentlich. Jetzt ist die große Frage, müsste. Das ist ein Zahltag. Wir wissen jetzt, ob das alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Beim ersten Mal geschafft. Perfekt, Mission geschafft. Hallo, Michael Bach hier. Ich bin Berater und koordiniere bei großen Projekten die Interessen der Stadt und des Bundes. Drei neue Busse. Ich war an der Errichtung des Flughafens beteiligt und habe nun den Auftrag bekommen, ein Netzwerk für den öffentlichen Nahverkehr im Süden der Stadt zu etablieren. Ich habe deine Kontaktdaten von Mira Tannhauser bekommen und sie hat mir versichert, dass du sehr zuverlässig bist. Um herauszufinden, wie gut eine Buslinie bei den Anwohnern ankommt, haben wir für den Anfang Zugriff auf einige Haltestellen in und um Kerststadt herum bekommen. Lass uns diese Haltestellen mit dem ZOB verbinden. Ja. So, liebe Leute, ich mache hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Bussimulator 21 und dann geht's weiter mit der nächsten Aufgabe und die heißt Expansion. Das ist sogar eine relativ leichte Mission, weil wir würden die Kerstadt-Kirche gewinnen aus Winfield West. Mit ZOB, das ist eine Route, das ist kein Problem. Und dann brauchen wir das ganze Ding nur als Zahltag. Und dann fahren wir es einmal ab und dann ist gut. Wir sehen uns noch wieder. Auf jeden Fall, ich freue mich dabei, wenn ihr dabei sein würdet.